Hey Leute, was macht man eigentlich, wenn man einen verletzten Vogel findet? Ich kann mir vorstellen, dass es einigen Leuten schon mal passiert ist, dass man draußen spazieren war oder so und einen verletzten Vogel gefunden hat. Meistens sind das natürlich eher Amseln oder Spatzen. Hier jetzt auf jeden Fall eine kurze Anleitung und Hilfestellung, wie ihr vorgehen könnt. Das erste, was ihr machen solltet, ist den Vogel eine Weile beobachten und gucken, ob er Akuthilfe braucht. Wenn der Vogel sich so gar nicht rührt oder keine eindeutige Verletzung hat, dann könnt ihr versuchen, ihn mit einem Handtuch einzufangen. Wenn ihr aber merkt, dass der Vogel schon beim Einfangen krass blutet, solltet ihr unbedingt einen vogelkundigen Tierarzt aufsuchen oder wildhilfe.org verständigt werden. Sollten aber keine akut sichtbaren Verletzungen bestehen, kann der Vogel in einem Schuhkarton mit genügend Luftlöchern aufbewahrt werden. Dort könnt ihr den Vogel dann ein paar Stunden ruhen lassen und gucken, wie er sich entwickelt. Wenn der Vogel nach ein paar Stunden nicht aktiver wird und sich gar nicht rührt, sollte unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden. Sollte der Vogel jedoch wach werden und langsam wieder aktiver wirken und er ein glattes Gefieder hat und keine Lähmungserscheinungen aufweist, dann kann der Vogel in der Nähe des Fundorts wieder freigelassen werden. Aber wie gesagt, alle ganz wichtigen Infos findet ihr auch unter wildvogelhilfe.org.